Wir kommen zum sechsten Vortrag des Nachmittagsprogramms. Durch die Ereignisse im Ahrtal wird die Diskussion über die Gewässerentwicklung noch mehr in den Fokus rücken. Und welche Rolle könnten in diesem Kontext die Agroforst-Systeme übernehmen? Dr. Mario Marsch und Christoph Moormann werden jetzt über die Möglichkeiten und Herausforderungen berichten. Ich glaube, Sie machen es alleine, meine ich, hätte ich gehört. Aber Herr Moormann ist im Publikum und gibt Ihnen Support. Also, Herr Marsch, es kann losgehen. Super, herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Agroforstsysteme, naturnahe Gewässerentwicklung. Wenn Sie Politiker bewegen wollen, und das ist ja auch unsere Aufgabe, dann sollte man Politiker unter Leidensdruck setzen. Der Leidensdruck im landwirtschaftlichen Bereich ist relativ hoch. Neu ist er vielleicht im Bereich der ökologischen Gewässerentwicklung. Kennen Sie das Thema Wasserrahmenrichtlinie? 2027 sollen in Deutschland, in Europa die überwiegenden Gewässer sich in einem guten ökologischen Zustand befinden. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wenn uns das nicht gelingt, das ist zu erwarten, dann gibt es ein Anlastungsrisiko. Und dieses Anlastungsrisiko ist natürlich mit viel Geld verbunden. Und das ist der Leidensdruck, den wir gerne erzeugen wollen. Und dadurch vielleicht das Thema Agrarholzsysteme, Agrarforstsysteme voranzubringen. Hier sehen Sie zwei Abbildungen. Links das typische, sage ich mal, der Graben mit dem Golfrasen und das Rechte, was wir vielleicht erreichen wollen. Wir hatten auch viele Fragen, die uns gefragt haben, ja, was ist denn eigentlich jetzt gut von den zwei Sachen? Wir mussten dann gelegentlich Überzeugungsarbeit leisten und sagen, okay, das Rechte ist eher das Bessere. Also es ist viel Handlungsbedarf, kann man sich vorstellen. Ja, was wollen wir Ihnen vorstellen mit dem Herrn Moormann gemeinsam? Ein Maßnahmenmix, wie kann man vielleicht das Thema Wasserrahmenrichtlinie erreichen, verbessern. Da geht es uns natürlich als Landesbehörde nicht darum, vielleicht an einer Stelle etwas zu schaffen, sondern in einem Bundesland einen Impuls zu setzen. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Das ist ja nicht ganz einfach. Das Zweite, das ist ein Thema, über das wir heute schon mehrfach diskutiert haben. Kann man die Kosten, den Nutzen, die Erlöse eigentlich quantifizieren? Das haben wir versucht, haben wir gute Partner gehabt und das würden wir Ihnen auch gerne zeigen. Und der dritte Punkt, wie kann man vielleicht diese Agrarforstsysteme tatsächlich in einem Land etablieren? Das heißt, haben wir auch schon diskutiert, was sollte sich im Bereich der Förderung ändern, welche Möglichkeiten gibt es, die Situation perspektivisch tatsächlich zu verbessern. Das ist die Situation in Sachsen, guter ökologischer Zustand. Wir haben gut 550 Fließgewässerkörper in Sachsen. Davon befinden sich derzeit nur 6,6 in einem guten ökologischen Zustand. Werden Sie denken, Sachsen sieht schlecht aus. Wenn wir das für Deutschland zeigen würden, kann man sagen, ist in vielen anderen Bundesländern auch nicht deutlich besser. Ist also wirklich ein bundesweites Thema. Die Gründe dafür sind allgemein bekannt. Das sind die fehlenden Lebensräume, das sind die hohen Nährstoffkonzentrationen und natürlich auch generell, aber im Osten in besonderer Weise, die Beseitigung der Gehölzstreifen. Es gibt zwar einen gewissen Trend in der Entwicklung, der hängt aber nicht damit zusammen, dass sich tatsächlich im Ackerland die Situation deutlich verbessert hat. Ein Problem ist dabei natürlich immer die Flächenverfügbarkeit. Wie kann man die Fläche sichern, um diese Maßnahmen dann umzusetzen? Ja, hier sehen Sie die Situation in Sachsen. Das, was rot dargestellt wird, das ist der schlechte ökologische Zustand und da sind natürlich vor allen Dingen auch die agrarisch geprägten Regionen. Der Handlungsbedarf ist gewaltig und das ist letztlich die Aufgabe, um die es geht. Wir haben zusammen mit dem Ministerium einen Auftrag bekommen, und zwar uns tatsächlich Gedanken zu machen, wie ist es möglich, diesen ökologischen Zustand zu verbessern. Und wir haben festgestellt, das ist nicht eine Maßnahme, mit der man dieses Problem lösen kann, sondern das ist ein Maßnahmenkomplex. Das geht also tatsächlich von den harten Maßnahmen, da haben wir
Fragen der, des Eigentums, also Flächentausch, ländliche Neuordnung. Wir haben die Themen der Flächenbewirtschaftung bis hin zum Thema auch der Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer, Nudging ist auch durchaus ein Thema. Also das sind alles Aspekte, die für uns wichtig waren. Und wir haben ein Gesamtprojekt realisiert, das heißt ELMAR, die Entwicklung eines aktiven, mehrschichtigen Handlungsrahmens zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen. Das war die Aufgabe, das tatsächlich fachlich und organisatorisch umzusetzen. Dazu haben wir in sehr engen Kontakt gehabt mit Bürgern vor Ort. Wir haben uns Regionen ausgewählt, in denen Impulse gesetzt werden konnten. Das war hier an unserem Beispiel das Leipziger Muldenland. Und wir haben in besonderer Weise mit den Landwirten zusammengesessen, also im Rahmen von Agrarstammtischen. Wir haben mit den Bürgern vor Ort darüber diskutiert. Und das hat uns natürlich neue Sichtweisen und neue Möglichkeiten eröffnet. Insgesamt haben wir die Ergebnisse zusammengefasst in einer Broschüre, die liegt hier vorne, die können wir Ihnen auch gerne austeilen, könnte Herr Mormann vielleicht mal hochhalten. Das ist also die Broschüre, die wir Ihnen gerne auch anbieten könnten und da finden Sie die wesentlichen Inhalte auch dargestellt. Tja, was ist der fachliche Hintergrund dafür? Das war Dr. Stohwasser, hat uns in diesem System insgesamt unterstützt und natürlich Professor Heck, den kennen Sie vielleicht auch, und der Herr Wagner. Das Grundsystem der Verbesserung eines naturnahen Gewässerentwicklung war das sogenannte Strahlwirkungs-Trittstein-Konzept. Und hier haben wir dann die unterschiedlichen Aspekte uns eingesehen. Das heißt, den Strahlweg, den Trittstein und den Strahlursprung und haben versucht, dieses auch zu quantifizieren und in einer Region konkret abzubilden. Im Ergebnis haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie man das fachlich umsetzen kann. Das sind letztlich solche Strukturen, wie sie auch typisch sind für Agrarholzsysteme. Das sind also Mittel- und Niederwaldstrukturen, die vom Charakter aber weiterhin landwirtschaftliche Nutzflächen geblieben sind. Wichtig ist natürlich, um diese Maßnahmen tatsächlich zu reduzieren, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir die Landwirtschaft dort integrieren in diesem Prozess, wie können wir eine Situation schaffen, dass es für den Landwirt wirtschaftlich tragfähig ist, solche Dinge auch umzusetzen. Ja, vielleicht kurzes Fazit dazu. Die Erreichung dieser EU-Rahmenrichtlinie erfordert einen sehr breiten Handlungsrahmen, den habe ich gerade dargestellt. Wichtig ist es, die Akteure dafür zu begeistern. Vielleicht könnte man ein bisschen Wasser bekommen hier, das wäre vielleicht nett. Ein bisschen Wasser. Ja, vielen Dank. Ja, wichtig war es also, mit den Städten, mit den Gemeinden ins Gespräch zu kommen. Und wir haben dort festgestellt, auf der Gemeindeebene, dass es eigentlich eine sehr große Resonanz gibt. Auch die Landwirtschaftsbetriebe haben uns durchaus bei diesem Prozess unterstützt. Wichtig war das Argument der Landwirtschaftsbetriebe, dass ihnen dann tatsächlich keine Nachteile daraus entstehen können. Entscheidend war auch, ob es möglich ist, den Kosten und den Nutzen zu analysieren, das heißt, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und wir haben festgestellt, dass Agrarholzsysteme in diesem Gesamtprozess der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie tatsächlich ein zielführender Kompromissvorschlag sein können. Jetzt mal einige konkrete Beispiele vor Ort aus dem Leipziger Muldenland. Hier das Beispiel des Ottendorfer Saubaches. Wir haben die typische Situation,
wie sie hier in der Region zu finden ist. Das sind also die Gewässer zweiter Ordnung in der Form zu sehen. Und wir haben genau diese Gewässer untersucht und versucht, das auch zu quantifizieren, was es kosten würde, solche Bereiche umzusetzen. In dem Sinne, das heißt, wir haben die einzelnen Elemente genommen, dieses Strahlwirkungs-Trittstein-Konzeptes hier dargestellt, und wir haben das jeweils miteinander verglichen, jeweils eine Wiesennutzung oder eine Ackernutzung, und das differenziert für den Teil Wiese und auch für den Teil der Ackerholznutzung. Uns ging es darum, an einem konkreten Objekt das tatsächlich auch zu quantifizieren. Und das sind die Ergebnisse. Darüber haben wir heute schon ein paar Mal diskutiert. Wie sieht das eigentlich finanziell aus? Und das hält doch einiges auf. Wir haben hier konkret eine Fläche ausgewählt. Das sind 2800 Meter, haben einen Zeitraum von 50 Jahren betrachtet und haben hier analysiert die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Natürlich ist es, wenn man nichts macht, das wäre die Variante mit dem Golfrasen und dem Graben in der Mitte, die finanziell günstige Situation. Aber insgesamt ist natürlich hier im Hinblick auf die gesamtgesellschaftlichen Leistungen wenig zu erzielen. Das ist die Variante der Wiesennutzung am Rand der Gewässer zweiter Ordnung. Da haben wir einen Wert von 6.500 Euro auf 50 Jahren. Und das Teuerste ist natürlich erstmal hinsichtlich der Kosten die Agrarholznutzung. Wobei man beachten muss, dass der entscheidende Kostenfaktor bei der Agrarholznutzung die Drainage ist. Häufig haben wir ja auf den Standorten hier im Osten, aber auch in den alten Bundesländern Drainagen, die sich nicht mehr in einem ordentlichen Zustand befinden. Die müssen dann neu gelegt werden oder verändert werden. Und das ist natürlich ein signifikanter Kostenfaktor insgesamt. Aber man sieht schon, um welche Größenordnung es geht. Die Agrarholznutzung ist kostenmäßig nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist schon eine signifikante Größenordnung. Und das ist auch wichtig, ich habe ja am Anfang über die Politiker gesprochen, dass die Politiker auch sensibilisiert werden, genau über diese Themen. Wichtig ist es, man kann es nicht verallgemeinern alles, wichtig ist es, dass man es konkretisiert. Da haben wir uns ja diese Fläche ausgesucht des Ottendorfer Saubaches und haben das einzeln analysiert. Und hier ist mal die Zusammenfassung, der Extrakt sozusagen dieses Ergebnisses. Wenn man die Situation sich hier ansieht, das ist der Status quo, das ist im Grunde ein Weizenfeld oder wie auch immer. Hier haben wir natürlich eine Kostendeckung der landwirtschaftlichen Nutzung, aber wir haben keinen Effekt im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie erzielen können. Hier haben wir die Situation einer extensiven Nutzung, das ist eine Wiese im Wesentlichen, und hier haben wir die Chance einer Agrarholznutzung veranschaulicht. Wir haben deutlich höhere Kosten, das ist der Kostenfaktor, natürlich, weil diese Bereiche erstmal realisiert werden müssen. Wir haben eine Erlösmöglichkeiten, die gibt es eher nicht bei der Wiesennutzung, hier gibt es vielleicht eine Weidemöglichkeiten, aber hier haben wir vor allen Dingen eine energetische Nutzung. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie man Agrarholzbetriebe nutzbar machen kann. Darüber haben wir heute relativ ausführlich auch schon diskutiert. Aber wir haben uns hier vor allen Dingen auf das Thema der energetischen Nutzung orientiert. In der Region gibt es noch einen gewissen spezifischen Vorteil. Hier gibt es die sogenannten Wurzener Landwerke. In den Regionen garantiert der Bürgermeister über einen Zeitraum von 10 Jahren die Abnahme der Hackschnitzel für den Landwirt. Das ist natürlich für den Landwirt besonders interessant, wenn er solche Rahmenbedingungen tatsächlich hat. Also es müssen viele mitspielen, es ist der Landwirt, es ist die Region, es sind die Bürgermeister und alle müssen diesen Gesamtprozess dann auch mittragen. Wie kann man das dann aber gegenüber der Politik argumentieren, wenn wir sagen, die Kosten sind deutlich höher, wir haben gewisse Erlöse, die sind möglich, aber von per se haben wir tatsächlich von vornherein keine Kostendeckung. Deshalb das wichtige Argument, der Hinweis, es gibt natürlich einen Nutzen, das ist diese gemeinwohlorientierte Nutzen, da geht es um Reduzierung der Nährstofffrachten.
gerade im Zusammenhang natürlich mit den roten Gebieten von Gewicht. Wir haben die Verbesserung der Selbstreinigung, die Dinge werden Sie alle kennen, Biodiversität und dergleichen, haben wir heute über diese Dinge geredet. Wichtig ist es natürlich, dass diese Gemeinwohlleistungen tatsächlich, dass es gelingt, die in irgendeiner Form auch geldmäßig umzusetzen. Um es einfach zu sagen, bei der derzeitigen Förderung fehlen ungefähr 400 Euro pro Hektar. Wir brauchen eine Größenordnung ungefähr von 400 Euro pro Hektar, um eine Kostendeckung tatsächlich zu erreichen. Das ist natürlich schon eine erhebliche Größe. Das ist die Kalkulation hier, die wir gemeinsam durchgeführt haben. Der Dr. Stohwasser und das IFAS-Institut, der Professor Heck mit dem Herrn Wagener. So, was ist das Fazit, wenn man nicht nur an einer Stelle, sondern flächendeckend solche Dinge umsetzen will? Es geht also um die Sicherung des regionalen Absatzes. Da hat man hier günstige Voraussetzungen gehabt, der Wertschöpfung. Es geht darum, auch diese Agrarholznutzung gemeinwohlorientiert deutlich zu machen. Wichtig ist auch, wir brauchen Landwirte, die geeignete Flächen bereitstellen. Und wir brauchen ein Anreizsystem, das es ermöglicht, diese Dinge in der Form auch umzusetzen. Das heißt, langfristige Abnahmeverträge für die Landwirte. Das ist die derzeitige Förderung, so wie sie jetzt aussieht. Haben wir schon ein bisschen gehört in der Richtung Säule 1. Ups. Gibt es Direktzahlungen, das ist beabsichtigt. Diese Maßnahmen, Agroforstsysteme sollen Teil der Öko-Regelungen sein. Allerdings die inhaltliche Ausgestaltung ist noch unklar. In Sachsen will man darüber hinaus eine investive Förderung etablieren für die Pflanzung, für die Durchführung der Maßnahme selbst. Darüber hinaus hatte Sachsen einen Vorschlag gemacht für die zweite Säule. Das fand bisher allerdings keine Akzeptanz bei den anderen Bundesländern, zumindest bei den überwiegenden noch nicht. Deshalb hat man diesen Vorschlag zurückgezogen. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn es gelänge, gemeinsam auch in der Säule 2 in den Agrarumweltmaßnahmen etwas anzubieten in dem Zusammenhang. So, das zweite Thema, auch sehr interessant, das sind die sogenannten Nudges, also Anstupsen. Das ist ein Projekt mit Professor Feind von der Humboldt-Uni in Berlin. Auch eine Möglichkeit, wenn Landwirte überlegen, man könnte es machen, muss man sie ja einfach ein bisschen anstupsen, muss man sie überzeugen davon. Die Möglichkeiten gibt es tatsächlich und haben sich auch bewährt als Ergänzung von anderen Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit ökonomischen Anreizsystemen, im Zusammenhang mit Beratung und Fortbildung. Also das sind auch Möglichkeiten, die wir anstreben. Mehrnutzungskonzepte haben wir schon ein paar Mal was gehört. Es gibt auch rechtliche unterschiedliche Ansätze der Flurneuordnung, der Dienstbarkeiten. Das wäre ein separates Thema. Gut, Schlussfolgerungen. Was kann man insgesamt zusammenfassen, um es auf den Punkt zu bringen? Die Umweltleistungen, um die tatsächlich zu realisieren, der Wasserrahmenrichtlinie, benötigt es ein breites Instrumentarium. Wichtig dabei natürlich vor allen Dingen die Flächensicherung. Wir brauchen die kommunalen, regionalen Akteure, die mit Kreativität die Dinge auch voranbringen. Es geht um nutzungsintegrierte Lösungen, das heißt, Bewirtschaftung muss weiterhin möglich sein. Und in dem Zusammenhang sind die Agroforstsysteme eine gute Möglichkeit, das tatsächlich voranzubringen. Wenn wir Landwirtschaft anders denken wollen, braucht es aber insgesamt Mut, Überzeugungskraft und Gestaltungswillen. Das sind die Broschüren, die hier verfügbar sind, sowohl zum Gesamtüberblick als auch zur Kosten- und Nutzendarstellung. Und das sind die Namen, der Herr Mohrmann, der das hier vorbereitet hat. Mein Name sehen Sie dort. Und wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam das Thema voranbringen können, Agroforstsysteme und naturnahe Gewässergestaltung. Das ist unsere Vision und vielleicht gelingt es in nächster Zeit, dort flächendeckend in Deutschland tatsächlich mehr noch zu erreichen. Okay, das war's. Vielen Dank, Herr Dr. Marsch. Bleiben Sie noch einen Moment hier.
Da sind schon ein, zwei Fragen. Da vorne ist das, haben wir noch ein Mikro unterwegs? Sonst stehen Sie einfach, es kommt. Einmal durchreichen. Nee, einmal noch die Hand heben, dass wir wissen, wo es hin muss. Jetzt haben Sie gleich zwei. Also jetzt in Stereo. Moin, ich bin Erik Brun aus Niedersachsen, Student. Und ich frage mich, Sie haben ja am Anfang so eine Klassifizierung gezeigt der Gewässer. Das sind die guten, die sind mittelmäßig und schlecht. Und wonach wird das dann bewertet, ob jetzt ein Gewässer, ein Fließgewässer gut ist oder schlecht? Ja, das sind durch EU festgelegte Merkmale, Strukturmerkmale, die Form der Bepflanzung, nach denen das umgesetzt wird, nach denen diese Sondierung erfolgt. Generell der gute Zustand, Gewässerzustand hat einen guten chemischen Zustand, das ist also die Situation der chemischen Inhaltsstoffe und einen guten ökologischen Zustand. Und beides zusammen ist dieser nach EU-Maßstab, dieser gute ökologische Zustand. Und der ist derzeit in Sachsen, haben wir gesehen, 6,6, deutschlandweit bei den meisten Bundesländern auch unter 10%. Also es ist Handlungsbedarf, bis 2027 sollte das realisiert werden. Da ist noch eine Frage, einmal Hallo. Das Mikrofon darüber, genau, da hinten noch. Schon ein Mikrofon hier? Ich weiß, ja, geht super, das? Dann raus damit. Ja. Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Als Negativbeispiel wurden da jetzt auf diese klassischen Entwässerungsgräben gezeigt. Wir haben auch viele von diesen Entwässerungsgräben auf dem Land. Wie sieht das denn eigentlich aus mit der Pflege? Wir müssen die immer frei halten, die Flächen, damit da auch gemäht werden kann. Die werden ausgeräumt, das ist so gewollt. Wie soll man das gestalten, wenn da nachher Bäume wachsen? Ja gut, das ist der erste Status. Im Osten ist es so gewesen, dass viele ehemalige Gewässer zweiter Ordnung, das waren mäandrierende Gewässer mit Baumreihen, die wurden natürlich durch die LPG und durch die Meliorationsbrigaden schulmäßig vermessen in den 70er Jahren und da sind diese Gräben entstanden. Und dieser Graben, der wird im Grunde derzeitig instand gesetzt und das ist Aufgabe der Gemeinden, also das Land hat diese Aufgabe an die Gemeinden übertragen. Und unsere Aufgabe, unser Ziel ist es im Rahmen der Renaturierung des guten ökologischen Zustands, genau das wieder rückgängig zu machen, das heißt, einen guten ökologischen Zustand herzustellen. Das ist natürlich finanziell aufwendig und auch technisch nicht einfach. Aber ich glaube, Sie meinen eher, ob ich da mit dem Mähkorb dran kann oder nicht. Also vielleicht nochmal zur Verständigung, also in dem Fall die Bilder, die Sie gesehen haben, da handelt es sich also wirklich um Gewässer zweiter Ordnung, also Gewässer, die nach Bundes- bzw. nach den Landeswassergesetzen geschützt werden. Es handelt sich nicht um Gewässer, um Entwässerungsgräben, die sind also komplett dabei außen vor und die werden in dem Zusammenhang auch nicht behandelt. Das ist also nochmal eine ganz andere Ebene. Natürlich gilt auch für die Gewässer zweiter Ordnung, auch für die Gewässer erster Ordnung, dass also da Unterhaltung bzw. Entwicklung, Gewässerentwicklung vonnöten ist und das also auch angestrebt wird. Das wird in der Regel ja durch die Landwirte gemacht, das ist so. Aber Sie haben ja an den plakativen Beispielen ja jetzt auch gesehen, wie der Zustand ist. Und das ist also jetzt nicht der Zustand, den also die EU von den Gewässern in Europa, in Deutschland, in Sachsen, in der Kommune, wie auch immer, sich eben halt vorstellt. Und die Aufgabe ist eben halt, das so voranzubringen in einer Kooperation zwischen der Landnutzung und eben halt also der Fachplanung, das so hinzubekommen, dass also dann quasi dieser ökologische Zustand also dann auch erreicht wird. Und das ist quasi so der Hintergrund dieser ganzen Arbeit. Okay. Vielleicht ein kurzes Wort zum Hochwasser. Es hat sich also nicht bewährt, das Wasser im Normalfall möglichst schnell abzuleiten, sondern die Philosophie ist, den Wasserabfluss zu verzögern. Wir hatten ja mehrere Hochwasser gehabt, 2002 und danach. Und deshalb ist die Strategie eigentlich nicht alles in die Elbe möglichst schnell, dann geht es Richtung Hamburg, sondern in der Region zu halten, das ist die Absicht. Da vorne war noch eine Meldung, bitte. Uwe Steidl, komme aus Nordsachsen. Die Ergebnisse Ihrer Studien, fließen die in die praktische Arbeit der Behörden mit ein? Erste Frage. Und im Besonderen,
lassen sich ja viele Möglichkeiten im Rahmen der Flurneuordnung, gerade in Sachsen, hätten sich umsetzen lassen. In meiner Region, in Nordsachsen, aktuell hat man eben gerade Wege direkt an die Gräben gelegt, sodass also die Gewässerunterhaltung zwar einfach ist, Wehen, Ausbaggern und dergleichen, aber natürlich jegliche Veränderung des Bachlaufs zum Verlust des Weges führen würden. Also eigentlich völlig kontraproduktiv. Und zum anderen Agroforst, ja. Agroforst-Holzsysteme in der Feldflur waren im Rahmen der Flurneuordnung mal geplant, auf einem ca. Areal von über 1000 Hektar Flur, mit 8 Windschutzstreifen, Breite bis zu 20 Metern, und faktisch umgesetzt wurde nicht einer. Das heißt, trotz mehrerer Millionen Ausgaben für die Flurneuordnung, für Baumaßnahmen, für Asphaltwege, geht das Amt für ländliche Neuordnung den Weg eigentlich wieder zurück in die 70er, 80er Jahre. Und den Kampf dagegen, die grauen Haare sind davon. Sie haben rückblickend recht, das ist richtig. Mittlerweile liegt die Flurneuordnung auch in meinem Zuständigkeitsbereich. Wir haben am nächsten Montag eine Veranstaltung, die heißt Ländliche Neuordnung Strukturwandel in der Lausitz. Das ist in Hoyerswerda, können Sie gerne anmelden. Da geht es auch um solche Themen. Darüber werden wir dann diskutieren. Die jetzige Sicht der Flurneuordnung ist eine andere. Die ist also nicht in dem Sinne, dass wir die Graben erhalten, Unternehmen den Weg machen. Häufig war es ja, das war ja das Foto am Anfang, was ist eigentlich gut? Man muss den Menschen und denjenigen vor Ort auch erklären, was ist eigentlich gut und was ist mäandrieren, welchen Zweck hat das? Hier gab es eine Veränderung in den letzten 5 Jahren. Die Richtung geht in die ich jetzt dargestellt habe. Problem ist, ländliche Neuordnung ist den Landkreisen zugeordnet worden, personell am Limit, finanziell am Limit. Wir müssen die ländliche Neuordnung stärken, damit wir diese Dinge auch in der Form umsetzen können. Okay, ich muss jetzt einmal auf die Uhr blicken, weil ja auch einige abreisen müssen und wollen. Für Sie gibt es wieder ein Brett. Also vielen, vielen Dank. Auch nochmal einen Applaus für Herrn Dr. Marsch. Okay.